In den letzten Tagen war ich sehr viel in Deutschland unterwegs und habe versucht, ganz besondere Weihnachtswünsche zu erfüllen. In Orsingen am Bodensee steckt Heidi schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Ihr größter Herzenswunsch zum Fest gilt einer ganz besonderen Person. Also es geht um meine beste Freundin Bruni. Die hat eine Schwester in Amerika. Die hat sie 30 Jahre nicht gesehen. Und es ist eigentlich so, der Bruni ihr Wunsch, noch einmal ihre Schwester zu sehen. Brunhildes Schwester Ilse verließ bereits 1964 Deutschland. Der Liebe wegen folgte sie einem in Deutschland stationierten Soldaten nach Texas. Seitdem trennen tausende Kilometer die geliebten Schwestern. Also ihre Schwester war noch nie in Deutschland, seit sie ausgewandert ist. Und da hat sie zum letzten Mal gesehen. In den 80er Jahren besucht Brunhilde ihre Schwester ein einziges Mal in Texas. Von da an sehen sich die beiden nie wieder. Und das hat einen Grund. Also die Situation von Bruni ist ziemlich angespannt. Finanziell hat es Brunhilde sehr, sehr schwer. Für ein Flugticket in die USA reicht das Geld einfach nicht. Bruni ist so, dass sie wirklich sehr Mini-Rente hat. Sie hat wirklich manchmal gar kein Geld. Sie teilt sich furchtbar ein, tut die Sonderangebote, studiert. Sie jobbt noch mit 74 Jahren. Trotz ihrer Situation, sie bringt manchmal Hämmer raus, wo ich so lachen muss und so auch über das tägliche Geschehen und was in der Welt geht. Also ich muss mich immer amüsieren an der Bruni. Von Jahr zu Jahr steigt die Sehnsucht Brunhildes nach ihrer Schwester. Von einem gemeinsamen Weihnachtsfest wagt sie gar nicht erst zu träumen. Wenn Bruni jetzt noch einmal mit ihr Weihnachten feiern könnte, das wäre das Nonplusultra für sie. Bei Weihnachten muss und darf es auf jeden Fall glitzern, finde ich. Jahre haben sich die Geschwister Brunhilde und Ilse nicht gesehen. Und genauso lange haben sie kein Weihnachten mehr zusammen gefeiert. Es war höchste Zeit, dass sich das ändert. Und darum habe ich beschlossen, Brunhilde zu besuchen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Bad Waldsee, denn ich habe von Brunhildes Freundin Heidi erfahren, dass sie nach einer Knieoperation dort in der Reha-Klinik untergebracht ist. Und genau da werde ich sie jetzt gleich überraschen. Ich hoffe, das klappt. Jetzt geht's los. So, Gott sei Dank ist der behandelnde Arzt mein Verbündeter. Und deswegen weiß ich auch so ein bisschen Bescheid, wo ich jetzt gleich hin muss. Okay. Hier durch, bis zur Treppe. Da ist C3. Okay, da ist 4. Da drin ist sie jetzt gerade im Arztgespräch, wenn meine Infos stimmen. Okay, ich höre Stimmen. Dann gehe ich jetzt rein. Hallo. Ich glaube es ja. Hallo, haben Sie das gewusst? Tut mir leid. Hallo. Hallo. Ach. Na, ist das eine Überraschung? Aber wie? Ja. Ich glaube es ja nicht. Ich bin jetzt ganz fertig. Haben Sie das gewusst? Es ist mein Verbündeter, das muss ich ehrlich zugeben. Deswegen hat er mich hierher. Ist es denn wenigstens eine schöne Überraschung? Schön, ach, schöner kann es gar nicht sein. Ich bin jetzt ganz sprachlos. Ja. Ich bin echt sprachlos. Ich bin selber mal aufgeregt.
Da der Herr Doktor ja Bescheid weiß, ich würde mich gerne mit dir hier ein bisschen zusammensetzen und wir unterhalten uns. Ist das wenn in Ordnung? Geht, ja, wunderbar. Ja, ich freue mich sehr. Ah, dann machen wir das. Okay, ja. Alles klar. Vielen Dank. Ja. Alles Liebe und Gute. Toi, toi, toi. Danke, Herr Doktor. Ja. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Ich bin gut. Ganz sprachlos. Hat geklappt. Brunhilde, jetzt sage ich dir mal überhaupt, warum ich hier bin. Mir hat deine liebe Freundin Heidi erzählt, dass es jemanden gibt, den du in deinem Leben sehr schmerzlich vermisst. Magst du mir mal erzählen, wer das ist? Das ist meine Schwester. Die habe ich jetzt 30 Jahre nicht mehr gesehen. Die lebt in Texas und sie kann nicht nach Deutschland kommen. Und ich kann zu ihr fliegen, weil wir die finanziellen Mittel gar nicht haben. Das heißt, sie kann auch aus finanziellen Gründen nicht hierher kommen und diesen teuren Flug kaufen? Nein, das kann sie nicht. Und für dich ist es ganz unmöglich. Ich habe noch 16 Euro in der Tasche und es muss noch reichen bis Ende des Monats. Und jetzt sind wir halt in dem Alter, wo wir Angst haben. Wir könnten uns in dem Leben nicht mehr sehen. Und ihr seid aber in Kontakt mit der Mama? Wir sind im Kontakt, mit telefonieren öfters. Sie ruft mich an. Wenn wir anrufen, müssen wir erst einmal weinen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich auch wieder somit die schwerste Zeit jetzt kommt. Jetzt Weihnachten, die Vorweihnachtszeit. Ich habe seitdem meine Schwester weg ist, keine Weihnachtsdekoration, nichts mehr aufgestellt, weil mir das so weh tut. Wirklich? Mhm. Und darf ich dich das fragen, wie verbringst du dann den Advent und die Weihnachtstage und Heiligabend? Alleine, ich gehe früh schlafen. Ich gucke Fernsehen, aber alles, was nicht mit Weihnachten zu tun hat, sonst tut es weh. Brunhilde, was wäre dein Wunsch zu Weihnachten? Dein größter Wunsch? Wenn ich es sehen könnte, das wäre mit 6 im Lotto. Brunhilde, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Würde ich dir erstmal geben wollen. Oh, ich tue dir das einfach hier so auf den Schoß am ja. besten. Kannst du ruhig die Schleife aufziehen. Oh. Ich nehme sie dir ja, auch. Das ist die lieb. Mal hier rüber. Mhm. Soll ich dir helfen? Ach, ist das schön. Ein kleines Köfferchen. Aber jetzt, der Koffer ist jetzt so, doch, das ist ein bisschen wenig. Da ist vielleicht noch eine Kleinigkeit im Koffer. Nein. Aber nur was Kleines. Klappt die mal auf. Das ist ein Ticket. Ein Flugticket? Auf welchen Namen? Auf meinen Namen. Ich bin hier, weil ich dir heute sagen möchte, dass du Weihnachten bei deiner geliebten Schwester verbringen wirst. Ich kann es gar nicht mehr. Vielen, vielen Dank. Ich kann das gar nicht im Leben gut machen. Dass du dich so freust, das ist schon das Allerschönste für mich. Ach, Julia. Danke. Brunhilde konnte es gar nicht glauben, dass sie in die USA fliegen sollte. 2 Tage später wurden schon die Koffer gepackt. Und das Schönste, ihre Schwester Ilse hatte keine Ahnung, welcher Weihnachtsbesuch auf dem Weg zu ihr ist. San Antonio in den USA. Die zweitgrößte texanische Stadt hat über 1,5 Millionen Einwohner. 1964 wanderte Brunhildes Schwester Ilse nach San Antonio aus und lebt noch immer hier. Brunhilde, die sie vor 30 Jahren zum letzten Mal besucht hat, ist nun gerade angekommen. Ich bin ganz aufgeregt, ich kann es niemand beschreiben. Ich bin so glücklich, bin ganz, ganz, ganz happy. Brunhilde hat eine Verabredung. Ihre Großnichte Kimberly ist eingeweiht und wird sie heute bei der Überraschung unterstützen. Auch Kimberly freut sich riesig. Schließlich passiert so etwas nicht alle Tage.
Als ich Brunhilde das letzte Mal sah, war ich 5 Jahre alt. Wir haben noch nie Weihnachten zusammen gefeiert. Das wird einfach fantastisch. Amazing. Im Zentrum der Stadt sind Kimberly und Brunhilde verabredet. Nur wenige Minuten mit dem Taxi vom Busbahnhof entfernt. Nun hat das lange Warten ein Ende. Vorerst. Du bist so hübsch und so groß geworden. Du warst noch ein kleines Kind, als ich dich das letzte Mal sah. Jetzt habe ich Kinder in dem Alter. Kimberly, ich bin so glücklich. Oma wird sich so freuen. Es ist so lange her. Okay, Brunhilde, jetzt ist es Zeit, deine Schwester zu überraschen. Bist du bereit? Ja. Etwa 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt liegt das Wohngebiet, in dem Ilse lebt. Ihre Großnichte Kimberly weiß genau, dass sie jetzt ganz sicher zu Hause sein soll. Okay, Bruni, du bleibst hier und ich hole deine Schwester, okay? Okay. Ich bin so aufgeregt, ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Ich freue mich wahnsinnig. Das ist das schönste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Vielen Dank dafür. Hi. Hallo, wie geht's dir? Danke, gut. Was ist denn hier los? Ich habe eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Mit Kamera? Komm mal mit. Also in Hausschuhen laufe ich nicht über die Straße. Who is Bruni? You're kidding. No. You're kidding. Oh my gosh! Ach du lieber Gott! Ja, ich sehe, ich kann Deutsch sprechen noch. Immer noch. Schatzele! Oh, ich kann das hier gar nicht glauben. Oh, 15. 30 Jahre. Wir haben immer nur telefoniert und dann musste man so weinen. Ja. Und jetzt liegen wir uns in den Armen. Ja, bitte Gott sei Dank, Gott sei Dank geglaubt. Weißt du, wie lange ich bei dir bleibe, Ilse? Weiß ich nicht. Über Weihnachten und Neujahr. Wirklich? Ja. Ich bin dieses Jahr nicht alleine. Oh mein Gott, wir können Weihnachten und Silvester feiern, Ilse. Ja, gut. Ilses Tochter, ihr Mann und die Enkel wollen nun auch Brunhilde in den Arm nehmen. Vielen, vielen Dank, Julia. Du hast das Größte fertiggebracht, dass ich meine Schwester sehen kann. Oh, das kannst und ihre aber ganze glauben, Familie. Meine Güte, vielen, meine Güte. Vielen Dank. Oh, the fire is slowly dying. Endlich sind die Schwestern wieder vereint. Nach 3 Jahrzehnten ist Brunhilde nicht mehr allein. Und das gemeinsame Weihnachtsfest wird in diesem Jahr schöner als je zuvor. Let it snow.